Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich habe heute ein Paket bekommen. Da gucke ich mal kurz rein, bin ganz aufgeregt. Ich hoffe, es ist auch das Paket, was ich erwarte. Nicht, dass es jetzt gleich richtig peinlich wird. Aber der Absender sagt mir, das ist das, was ich erwarte. Witzig ist auch mal für euch, die Adresse kommt mal näher ran, wo es hingeht. Da muss ich schon etwas lachen. Schön. Fand ich auf alle Fälle sehr sympathisch. So, dann schauen wir mal rein. Ist es. Ein Hydroschild. Haben wir bei uns noch nicht in der Feuerwehr? Wollen wir uns eins anschaffen? Das ist mein Testobjekt. Und das Besondere ist, ein normales Hydroschild kann ja jeder. Das hier ist verstellbar. Wie, weiß ich selber noch nicht. Und das will ich gleich mal ausprobieren in der Praxis. Super, ich freue mich. Bis gleich. Ja, das Hydroschild haben wir jetzt hier vorne angeschlossen. Am C, also hier ist es einfach angebaut. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Ich habe es auch erstmal noch zu. Ich weiß nicht, was uns hier gleich erwartet. Ich habe schon festgestellt, man kann ja dran drehen. Das ist die Einstellmöglichkeit hier bei dem Teil. Okay, also mit C-Anschluss. Und dann gehen wir den Schlauch, haben wir dann verlegt bis an den Sonderausgang vom Verteiler. Hier in der Mitte. In der Mitte dran, ne? Sonderrohr immer in der Mitte. Zusätzlich haben wir jetzt noch einen Druckbegrenzer eingebaut, um zu sehen, was für einen Druck wir fahren. Wir wollen ja auch ein bisschen was Handfestes. Ja, für euch bieten. Ne? Super, würde ich gleich mal sagen, gleich gibt es hier Wassermarsch. Alles klar, los geht's. So, wir haben das jetzt unter Druck gesetzt. Ich habe natürlich auch die komplette Schutzausrüstung an, weil es ist nicht ungefährlich. Denkt an eure eigene Sicherheit. So, ich habe das jetzt komplett noch zugedreht. Wassermarsch, richtig aufdrehen. Wir werden jetzt mit 5 Bar erstmal. So, komplett zu. Verstelle ich jetzt mal kurz. So werden wir jetzt hier eine schöne Wasserwand, um das Gebäude zu schützen. Wenn das Nachbargebäude brennt, können wir jetzt hier eine Wasserwand produzieren. Okay, jetzt erhöhen wir mal den Druck auf 6 Bar. Ari, wie viel Bar haben wir da? Ja, gut. Sechs Bar haben wir jetzt. So, ich finde dieses Hydroschild von TKW total interessant, finde ich sehr gut. Was mich gewundert hat, obwohl hier so eine kleine Auflagefläche ist, stand es sehr stabil. Also es neigt überhaupt nicht irgendwie zum Wegkippen. Da war ich persönlich, also wir hatten vorher sonst keins. Es gibt natürlich auch andere Hydroschildhersteller. Ich finde das mit diesem Einstellbaren aber wirklich sehr gut. Die Qualität vom Wasserstrahl, ob man den zumacht oder auf, ist gar nicht so doll unterschiedlich. Also mich hat gewundert, wie toll diese Wasserwand schon ist bei der geschlossenen Einstellung. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, wenn es mal windig ist und die Wasserwand ein bisschen stabiler stehen muss quasi, dass man dann mehr Wasser geben muss kann. Wie der Durchfluss jetzt ist, kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber für mich sah es in einer sehr ordentlichen Wasserwand aus, um ein normales Einfamilienhaus abzuschirmen. Ja, hier ist es schwer, dass da noch irgendwas durchfliegt. Ne? Also ein Funkenflug, Wärme, also Hitze durch, ist richtig wie ein Schutzschild. Ne? Ich mache jetzt mal eine halbe Einstellung. Okay, Wassermarsch. 5 Bar.
Ne, man sieht jetzt hier, dass der, die Einstellung oben in der Mitte ist. Ne, es geht rechts ist 0, links ist voll, in der Mitte ist halb. Ne, seht ihr hier. Auch schon ganz schön. Nochmal 10 Bar. In Zeiten von Wasserknappheit freut man sich, wenn man mal ein bisschen hier an dieser Einstellschraube drehen kann. Okay? Super. Dieser von der Firma TKW. Und ich denke mal, gut, den werden wir behalten. Der ist super. Alles klar. Zimmermann ist fertig. Also, ne, wie gesagt, hierüber kann man den Druck einstellen. Rechts zu, über ziemlich wenig und links ganz auf. Ne? Ja, eigentlich recht einfach. Das Hydro-Schild, muss ich sagen, ich bin da eigentlich begeistert von. Also das sah nach einer sehr ordentlichen Wasserwand aus. Jetzt hier bei uns bei der wunderschönen Wassermühle in Vesbeck wäre das natürlich ideal, um das Gebäude zu schützen, wenn es nebenan brennt. Ne? Ich sag, wir haben hier nebenan die Remise. Wenn da irgendwas mit dem Remise, mit dem Backofen nicht funktioniert, dann wäre es schön, wenn man hier zwischen einfach eine Wasserwand machen kann. Ne? Um zumindest zu vermeiden, dass das Nachbargebäude brennt, Funken rüberfliegen oder die Hitzestrahlung das Feuer entfacht. Okay? Super. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer Feuerwehr-Willi.